habe da so einen netten Satz gehört, wenn sich die Farbpartikel mit Wasser auf eine Reise begeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das sagt aber auch sehr viel aus. Ne? Ja, sicher. Es ist ja das Aquarell. Aquarell kommt ja von Aquawasser und die Farbpartikel löst eben das Wasser aus ihrer Verbindung und ja, und das rinnt dann übers Papier und ist unter Umständen nur schwer steuerbar. Das weiß man nie genau, was das macht. Da kommt es dann aufs Papier an, da kommt es dann auf die Dichte der Farbpartikel an. Und das Ganze muss man halt ein bisschen unter Kontrolle halten. Und wenn das gelingt, dann ist es eben ein gesteuerter Zufall. Und der kann dann unter Umständen sehr schön sein. Was mir aufgefallen ist, man kommt bei den Bildern, mir kommt es so vor, als ob da maximal 3 Farben verwendet werden und die wirklich sehr sparsam eingesetzt. Ja, also das ist richtig. Ich male nicht bunt, ich male farbig. Und es ist richtig, dass in den Bildern maximal 3 Farben, 4 vielleicht ein Tupfen dann noch. Aber im Wesentlichen sind es also 2 bis 3 Farben. Das ist mir aber auch ein Anliegen, weil ich, ja, das ist meine Art zu malen, sagen wir so. Das ist eine wunderbare Ausstellung. Also es sind wirklich von allen etwas dabei, vom Gegenständlichen. Und von der Natur bis hin zu Gebäude habe ich gesehen. Gibt es da irgendeine Präferenz, was man lieber macht? Nein, ich mache das abwechselnd. In der Natur kann man lockerer sein, da kann man ja, die Fantasie spielen lassen und auch die Farben rinnen lassen. In der Architektur ist es dann wieder so, dass man mehr Halt hat. Da kann man sich etwas mehr anhalten an den Gebäuden, an gewissen Linien, an festen Gegenständen, wo man sich immer ein bisschen orientieren kann. In der Natur kann es dann passieren, dass ein Bild ein bisschen ausufert. Das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, aber das ist eigentlich alles das Aquarell. Da muss man eigentlich mit allem rechnen. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen eine Stimmungssache auch, ne? Auch, ja. Ich tue es eigentlich immer abwechselnd. Ein paar solche und ein paar solche Bilder. Nicht? Dann kommen wieder Blumen dazwischen, ab und zu auch einmal Pferde, die male ich sehr gern. Ja, das also, wechseln. So wie man beim Schriftsteller sagt, die feine Feder, kann man da sagen, wirklich der feine Pinsel. Es ist wirklich eine wunderbare Ausstellung, wirklich farblich, ganz toll. Und es zahlt sich aus, also wer Zeit dazu herkommt und sich das anschauen und vielleicht sogar das eine Bild erwerben oder das andere. Wäre nett. Würde ich mich freuen, weil das ist für mich dann die höchste Anerkennung, wenn jemand sagt, so und jetzt, das ist es mir wert, dass ich Geld nehme und kaufe mir das. Das ist das Optimum. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ein wunderbarer Tag für eine Wiedereröffnung, also Wiedereröffnung für einen Saisonstart. Jetzt gleich, meine Frau, also erstens ist eine wunderbare Ausstellung auch gleich zu Beginn. Also das ist jetzt die Frage, was wird sich in Zukunft tun in dieser anlaufenden Saison? Ja, eine ganze Menge. Wir haben nächstes Wochenende, gibt es einmal einen Workshop Zeichnen. Da ist von also am Samstag und am Sonntag Workshop Zeichnen, der Hans-Martin Janicek wird da Tipps und Tricks und eine Verbesserung der Zeichentechnik vortragen. Das wird eine schöne Sache, denke ich mal. Das ist im 21. und 22. Oktober. Dann am 12. November gibt es eine Kalenderpräsentation mit Gerald Winkler und eine Lesung von der Christa Barkowski, die liest aus ihren eigenen Werken. Die Weihnachtsausstellung steht vor der Tür auch, es ist ja auch nicht mehr lang. 26. November, 15 Uhr ist die Eröffnung. Gibt es auch wieder viele Künstler, die ihre Bilder ausstellen und auch Oster- und Weihnachtssachen. Dann haben wir einen Workshop Glasfusing, wieder mit Martin Suric. Der ist am 3.12.2017. Und ein Adventsingen mit 2 amerikanischen Sängerinnen. Das ist immer sehr nett, das ist am 17.12. Da singen wir Weihnachtslieder. Sie singen Weihnachtslieder, wir singen Weihnachtslieder. Das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung, die sehr gut ankommt. Also das heißt, bis zum Jahresende ist da noch einiges am Programm und wer sich interessiert, kann sich gerne bei euch auf der Webseite umschauen. Ja, das wäre also auf der Webseite habe ich das alles eingetragen. Das ist www.malwerkstatt-mut.at. Da sind die Veranstaltungen eingetragen. Und da gibt es auch die neuesten Fotos von den Ausstellungen. Ist auch immer eine interessante Seite.